Jo Leute, und damit willkommen im neuen Jahr 2013 und ja, ich hoffe, ihr seid gut reingerutscht. Wenn nicht, dann weiß ich auch nicht. Wir sind es auf jeden Fall bei uns am draußen, sind immer noch am Knallen größtenteils. Größtenteils, aber ein bisschen tun sie es noch. Und ja, ich hoffe, ihr seid gesund und munter reingerutscht und hattet Spaß und habt gut gefeiert, gut gesoffen. Ich meine, ich mach's hier immer noch, ne? Prost, Leute. Ah, lecker. Schönes V-Plus. Ja, willst du auch noch was sagen? Weil ich habe immer noch jemanden hier. Ja, Spezialgast, ne? Bobby 111, auch alias Kirby genannt. Ich wünsche euch ein frohes neues Jahr. Und, so wie Kai schon sagte, ihr habt bestimmt alle viel Spaß gehabt 2012. Mehr ist es traurig, dass ihr weggegangen bist. Ja. Vielleicht in ein, zwei Jahren. Vor allem hoffen wir, wir spenden alle mal weiter in Griechenland. Spendet in Griechenland. Ironisch versteht sich. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie kommt momentan sehr oft Griechenland vor, aber was soll's. Lassen wir mal die Griechen Griechen sein, denen geht's ja so weit ganz gut. Uns ja nicht, ne? Uns geht scheiße. Nein, aber ja. Ich dachte mal so ein nettes, frohes neues Jahr-Video im Jahr 2013. Ich meine, es kann doch nur noch bergauf gehen, oder? Hey, was soll... Alter! Also wie ihr es gerade versteht, wenn ihr das Knall gehört habt, dann heißt das, Griechen attackieren uns doch, verdammte Scheiße. So. Nehmt den Jungen nicht zu ernst. Ja? Der hat schwarze Humor vom Feinsten. Und ja, was soll man sagen? Ein Jahr ist vorbei. Mein Gott, wie schnell so ein Jahr um ist. Vergiss nicht den Silvester-Livestream, den wir veranstaltet haben, der leider eine Stunde Verspätung und fehlt und so viel kaputte Scheiße gelaufen ist. Mhm. Abgesehen davon hat wenig User wie Fails. Ja. Nein, natürlich auch kein Sound, kein Videos. Haben gesagt, what the fuck, wie soll das denn gehen? Vorher hat alles funktioniert. Ich weiß auch nicht warum. Also ich weiß nicht, ob wer von euch als den Livestream sehr, sehr gut bei 2 weiß ist, mindestens. war ein bisschen schade, aber gut. Ich weiß auch nicht, ehrlich gesagt, woran es gelegen hat. Also bei den Rumprobierereien, was ist das denn für ein Wort? Was ist das denn für ein Wort, Leute? Was ist das? Mann! Schreibt es in die Kommentare. Nein, ist ein bisschen ärgerlich, aber ich werde versuchen, beim nächsten Livestream das hinzubringen, dass überall Ton vorhanden ist. Und vielleicht war es auch zu kurz, was ich mit dem Video. Ich weiß ja nicht, dass da auch einer es mitbekommen hat. Schade, macht ja nichts. Aber gut, ist ja jetzt nicht der letzte Livestream, aber ich sag mal so, mir hat das schon Spaß gemacht. Allerdings halt während dieser Pandemie passiert, dann wäre es natürlich super gewesen, aber. Abgesehen davon haben wir sehr viel geplant, dass aber unglücklicherweise nicht mal weniger als die Hälfte geklappt hat. Ja, leider. Das ist ja das Problem. Wir können ja nicht zum Beispiel den drei Spiele zum Preis zum einen gezockt, was der Ken machen wollte. Geht ja nicht, wenn der erste den Sound hat. Und die ganze Livestream hätte auch vielleicht mal abkacken können. Ja gut, hat jetzt kein Sound da gewesen, das wäre jetzt nicht so schlimm gewesen, aber bei 2 Spielen wäre sowieso kein Sound vorhanden gewesen, höchstens bei allen, wenn es dann geklappt hätte. Aber wie gesagt, wenn ich nochmal einen Livestream mache, ich hoffe, dass ich das dann hinkriege, dass auch Ton vorhanden ist am PC. Ja gut, über die Konsole ging es dann auch, da hat man den Sound über den Fernseher gehört, zwar auch nicht optimal, aber ja mein Gott, was soll ich machen? Und natürlich dieses Zeitverzögerung, aber das habe ich ja von vornherein gesagt. Aber das soll ja uns nicht stören. Der Livestream ist ja jetzt vorbei und gut ist. Das Jahr ist vorbei. Alles geht jetzt nochmal weiter. Und was soll ich noch sagen? Eigentlich. Ja, wir haben auch den speziellen Match noch für letztes Jahr, ne? Das spezielle Match? Das zählt ja immer noch. Ja, falls ihr es nicht wissen, schaut euch das letzte Infovideo an, wo ich ja auch den Livestream angekündigt habe. Da ist noch eine Umfrage. Ja. Wer ist besser, Kirby oder Yoshi? Jetzt nicht unbedingt von den Fähigkeiten, aber jetzt mal so im Allgemeinen. Ganz generell. Aber jetzt nicht unter dieses Video abstimmen, sondern halt unter dem Video, wo das halt angesprochen wird, also beim letzten Infovideo. Und weil noch hat keiner dazu geschrieben, ich hab's gesehen. Warum? Ihr könnt doch ruhig mal schreiben. Tut das. Ich möge uns nicht. Ihr könnt doch schreiben, ihr habt doch eine Tastatur vor euch, die müsst ihr auch benutzen. Und ihr habt ein Handy. Und ihr habt ein Handy. Ja gut, Handy. Wobei ich sagen muss, Handy, mit YouTube-Handy, dann ist es nice. Zumindest bei mir, ich weiß einfach. Ja. Und jetzt bin ich mal ganz kackenreiß, ich wollte das erstmal mit dem Video, ich hab erstmal auf mein Zerät und meine Zigarette vom Wohnzimmer zu holen. Das wenn ich jetzt dabei der Zigarette. Diese keine, das ist kein Zähler, der redet auch mal schnell ab.
Warum hat du raus? Warum rauchst du? Naja, ich bin auch. Ich hatte unter meinen Vorsätzen, nicht mit dem Rauchen aufzuhören. Das habe ich irgendwie aus dem weggestrichen. Jetzt weiß ich bestimmt viel, was, wenn wir jetzt noch was machen. Yo! Denn wir reden jetzt, wir sind jetzt nicht die normale Deutsche. Wir sind müde, Quatsch, wir reden jetzt nach durchzocken, durchsaufen und was weiß ich. Wirklich, ja. Moment mal, wo ist das Drehbuch? Warte mal, dafür hole ich jetzt provisorisch, da könnt ihr mal nicht sehen, meine Anleitung von das Street Fighter aus. Das Street Fighter 4 Drehbuch, warte mal, durchzocken. Ach, hier auf Seite 28 steht's. Paragraph 13, du musst ein Neujahr durchfeiern, saufen, zocken. Willst du wirklich sofort sterben, gehst du in den Schwert. Wer hat das geschrieben? Das hatte ich beim letzten Mal lesen, stand das aber nicht im Drehbuch. Wir haben 2013. 2013. Komische Zahl. Komische Zahl, wo man gewöhnt sich an. Eine Sache ist auf jeden Fall schon traurig. 2012, was, das war auf jeden Fall gut so. 12.12.2012 haben sich geheiratet und sich verlobt. Oder auch. Ja. Und natürlich haben sie auch welche scheiden lassen, weil sie sagen, hey komm, unseren Scheidungstermin den ganz leicht vergessen, 12.12.2012, besser geht sich, aber. So. Ja gut, hat aber auch einen Vorteil, wenn dann solchen Daten verheiratet, weil wer dann immer noch den Hochzeitstag oder so vergisst, also tut mir leid, der. Ich tut mir damit dazu sagen muss, aber das ist ein bisschen dumm. Komm, ich hab immer noch keine Kippe. Kriegst du gleich. Ich will aber jetzt! Ja, jetzt! Warum das auch schlägt? Jetzt! Ich speichere schon wieder total. Schon wieder! Warum? Ich schweife ab. Du wolltest ja eigentlich mal was sagen für 2013. Ja, das hab ich getan. Und der spezielle Gast muss auch heute wieder zurück, ne? Ist schade. Der muss ja. Ich hab zwar selber einen eigenen Kanal gemacht, den wir jetzt hier sehen, dass mein Link, Morgi 111, jetzt bestimmt. Ich hab da zwar geplant, Let's Play zu machen, aber wie heißt das eigentlich, das Motto Arbeit geht immer vor? Wenn ich die Zeit hätte, würde ich das ja auch machen, aber. Ja, und der Arbeit kriege ich ja kein Geld, ne? Nein, echt? Ja. Mein Gott. Krass, du Sache. Ja gut, Leute, ich würde mal sagen, wir lassen das dabei, das Video geht schon wieder so lange. Das ist doch wieder unfassbar. Ja gut, es war jetzt nicht so lange wie das letzte, aber scheiß drauf. Gut. Wie gesagt, groß soll es ja euch alle. Jedenfalls. Hat viel Spaß. Ja. Sauft richtig gut. Macht richtig viel Partys. Genießt das neue Jahr, weil ich viele werden bestimmt wie ich direkt am 2. Januar arbeite. Und die nicht arbeiten müssen, die Jugole Freizeit. Ja, die Arbeitstätigen, umgelaufen haben. Ja gut, jedenfalls frohes Neues und bleibt gesund, sauber und trink kein Alkohol, das ist wirklich schlecht. Moment. Und vergiss nicht unser kleines Kampfspiel, was wir kleine Umfrage. Vergiss das nicht. Genau, und die Umfrage nicht vergessen, die schon erledigt wurde. Letztes Video gucken, also das letzte Infovideo, nicht jetzt irgendwie anders. Ja, und auch nur da runter abspielen, wenn ihr es tut. Boah, klatscht schon, ihr scheiß Griechen, ey. Wer zieht euch? Ey, sag mal nicht, dass die Griechen scheiße sind. Sie sind nicht scheiße. Lass mal die Griechen in den Griechen versuchen, welche rechts zu kommen. Leute, nehmt ihr nicht ernst, ey. Jetzt ist der hat, glaube ich, einen Böller-Zwurf vom Kopf gekriegt und jetzt hat er einen Nierenschaden. Und ich hab immer noch keine Kippe, verdammt. Deswegen hole ich jetzt auch nicht direkt deine Kippe. Das war wirklich am Arsch, ich hab noch Zigarettos. Ganz wichtig. So, Ja, ich dreh das Video gleich nochmal neu. Nein, Spaß. Eine schöne Nacht an euch alle, ne? Ja, jedenfalls eine gute Nacht. Wie gesagt, wenn ihr da schon blau in der Ecke liegt, ihr blau seid im Pelz. Der Kater freut sich. Miau. Okay, Leute, ich würde mal sagen, mit diesen Worten verabschiede ich mich. Das war. Bis nächstes Jahr. Bis dahin gibt's keine Videos. Also, wir sehen uns 2014 wieder, ne? Nein, natürlich nicht. Aber wir werden uns natürlich voraussichtlich erst am 4.10. wiedersehen. Das auch im letzten Video, Was auch im letzten Video erwähnt wurde, weil ich bin. Nicht da. Zwangsurlaub, genau. Ich muss. Nein. Zwangsurlaub, so ein Schwachsinn. Quatsch. Nein, aber ich bin jedenfalls 2 Wochen nicht da, das sage ich auch im letzten Video. Ich werde das aber jetzt hier nicht wiederholen. Schaut einfach das letzte Video, da wird das alles gesagt. Denke ich mal. Behaupte ich jetzt einfach mal.
Egal, schaut rein. So. Jetzt, Leute, jetzt machen wir mal die 10 Minuten voll und ich verabschiede mich mit einem Tschüss. Bis dann. Und ich sage, du bist der Beste. Am Arsch.